Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Luftrausers. Und ja, wir bekommen hier schon gesagt, wir sollen einfach mal nach oben drücken, dann könnt ihr rausen. Und ich habe es vorhin schon mal kurz angespielt, das Spiel macht eigentlich relativ viel Fun dafür, dass es so simpel gehalten ist. Erinnert mich stark an Wings of Fury. Und ja, wir rausen einfach mal. Da kommt auch schon unser erster Feind angeraust. Es tat ein bisschen weh, jetzt unter dem Schiff durchzufliegen. Ich glaube, mit der Steuerung habe ich es noch nicht so ganz. Browser. Sind sogar zwei Schiffe da unten gewesen. Und vom Schlachtschiff in besonders Aua. Oh, ich hab zwei davon. Hier ordentlich Treffer. Jetzt haben wir links auch noch irgendwo ein Schlachtschiff, ne? Da haben wir eins versenkt. Hintern fliegen. Ah, da hat es uns auf dem Schiff zerschmettert. Nichtsdestotrotz haben wir unsere ersten Punkte eingeflogen. Das Hangar dürfen wir noch nicht. 20 Flugzeuge, 5 Kanonenbötchen, 3 Jets und ein großes Schiff. Okay, die unteren sind alle unbekannt. Uns noch gar nicht verraten, was uns da noch begegnen wird. Ja, weiter geht's. Wir haben Ziele bekommen. 5 Fighter in einem Spiel, 30 Feinde insgesamt umlegen und 1000 Punkte. Das sollte doch wohl machbar sein, da wir im ersten Spiel ja schon 2500 Punkte hatten. Feinde, da haben wir jemanden. Ja genau, ramm mich einfach. Weiter, die haben wir schon mal. 1000 Punkte haben wir gleich auch beisammen. Und zwar jetzt.
da hat uns das Schlachtschiff dann doch zu doll getroffen. Aber wir sind Level 2. 17.000 Punkte brauchen wir noch fürs nächste Level. Und die 30 Kills, die sind uns auch noch offen. Jo, weiter. Diese Marschmusik jetzt unbedingt zu Flugzeugen passt, ich weiß nicht. Vielleicht eher zu Bodentruppen. Das Boot haben wir schon mal umgelegt. Unser Ziel. Viel los in der Luft hier. Das Schiff schickt uns irgendwie diese Jets entgegen. Dafür haben wir es schon versenkt. Zu viel. Small Science haben wir freigeschaltet. Ein Laser haben wir jetzt und den Super Boost. Alle Aufgaben haben wir erledigt. Jetzt mal den Hangar. Eine normale Waffe und der Laser. Dadurch können wir uns langsam mal drehen. Und der Super Boost. Okay, da können wir uns aber auch langsam durchdrehen. Nein. Aber den Laser, den probieren wir jetzt mal aus. Launch. Meet. Und so wesentlich langsamer durchbewegen, drehen. Drei unterschiedlichen Feinde in einem Spiel töten, die haben wir schon mal. Da haben wir jetzt ordentlich absahen können. Und haben aber auch direkt wieder kassiert. Haben es aber immerhin schon mal zu Level 3 geschafft. 30.000 Punkte jetzt fürs nächste. So, Rüstung. Mehr Leben, aber langsamer können wir uns dann bewegen. Schauen wir direkt mal in den Hangar. Solange wir uns da durch nicht auch nur einfach. Ja. Langsamer drehen können, das wäre nämlich dann doch wieder einigermaßen fatal. Launch. Oh, das war ein hässliches kleines Ding hier. Sieht ja schon aus wie so ein kleiner dicker Zeppelin oder sowas. Sind okay,
extremst schwerfällig. Werden wir jetzt auch von Lasern irgendwo geschossen hier oben. Von unten. Oh. Der hat sich aber doch verdammt gut eingeschossen. Da kann man nicht mehr raus. Das sind unsere Aufgaben. 3 Jets in einem Spiel. 6 Jets insgesamt. Oder das höchste Combo-Ding erreichen. Gehen wir wieder zurück in den Hangar. Ups, nein. Ja, okay. Verrückt. Aber wir gehen jetzt trotzdem wieder in den Hangar. Und zwar nehmen wir uns jetzt hier wieder die originale Waffe. Die Rüstung lassen wir da. Einen kleinen dicken Knubbel hier. Nein, das war zu viel. Da war links irgendwo noch ein weiteres Schiff. 2 haben wir abgeschlossen. Jetzt müssen wir noch 3 Jets umhauen. Oh, geht eigentlich mein Schiff direkt unter, sobald ich starte. Oder ist das ein U-Boot? Hm, kann ein U-Boot sein, ne? Wäre logisch. Einzufliegen, Herr Mensch. Ein ganzer Schwarm von denen. Bomben wären nicht verkehrt. Jets auch in ihr hauen. Oder so ein großes Flugzeug. Das verfolgt uns. Ah. Und er kann auch ordentlich austeilen, glaube ich. Jawohl. Jetzt müssen wir ein Battleship versenken. Das werden wir aber im nächsten Part machen. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Besucht die Homepage. Bis dann!